Prinzessin Charlotte teure Geste, zur Geburt bekam sie eine Rassel für 42.000 Euro. Als Charlotte geboren wurde, erhielt sie eine Rassel für schlappe 42.000 Euro. Doch eine strenge royale Regel hielt sie davon ab, das Geschenk zu behalten. Im Mai 2015 erhielt die neugeborene Prinzessin Charlotte, 9, ein außergewöhnliches Geschenk, eine Babyrassel im Wert von über 42.000 Euro. Gefertigt aus 18-karätigem Weißgold und besetzt mit Diamanten, Saphiren und Rubinen, die die Union Jack-Flagge darstellen. Das kostbare Geschenk wurde von der Natural Sapphire Company gemacht. Doch gemäß den strengen Regeln der königlichen Familie durfte die kleine Prinzessin dieses großzügige Präsent nicht behalten, wie der Mirror berichtet. Natural Sapphire Company erklärt das luxuriöse Geschenk. Sprecher der Natural Sapphire Company erklärten auf ihrer Website, warum ein solch exklusives Geschenk zur Geburt von Prinzessin Charlotte gemacht wurde. Als sich Carter und William mit dem ikonischen blauen Saphirring, der einst Prinzessin Diana gehörte, verlobten, stiegen unsere Saphirring-Verkäufe enorm. Frauen auf der ganzen Welt wollten genauso modisch wie Carter sein. Heute wachsen wir als Unternehmen weiter und es ist uns eine große Freude, die Geburt eines neuen Royals zu feiern. Die Firma bedankte sich bei Prinzessin Kate, 42, und Prinz William, 42, indem sie eine maßgefertigte Babyrassel schenkte, die ihrer Prinzessin würdig sei. Die Tradition, Babygeschenke aus Edelmetallen herzustellen, geht auf das 18. Jahrhundert zurück. Die luxuriöse Rassel im Wert von 42.000 Euro wurde aus 18-karätigem Weißgold gefertigt und mit Saphiren, Rubinen und Diamanten verziert, die die Union Jack-Flagge darstellen. Prinzessin Charlotte durfte Luxusrassel nicht behalten. Berichten zufolge war es bereits 2015 äußerst unwahrscheinlich, dass Prinzessin Kate das Geschenk behalten würde. Der Kensington Palast konnte damals allerdings nicht bestätigen, ob das prunkvolle Geschenk überhaupt bei William und Carter ankam. Als allgemeine Regel akzeptiert die königliche Familie keine Präsente von kommerziellen Unternehmen. König Charles schenkte Charlotte eine 30.000 Euro Rassel. Auch wenn die junge Prinzessin, die dieses Jahr ihren 9. Geburtstag mit einem entzückenden neuen Foto feierte, die luxuriöse Rassel nicht behalten konnte, ging sie nicht leer aus. Es wird gemunkelt, dass König Charles, 75, ihr eine handgefertigte Weidenrassel im Wert von etwa 30.000 Euro schenkte, nicht gerade günstig, aber wenigstens zum Spielen für ein Baby geeignet.